Ich kann mich nicht bewegen. Also die kommt, hat so eine Routine, die kommt dann immer hier hin und kotzt rum. Holoschna. Oh ne, oh nein, das ist krabbeln, runterkrabbeln, das ist ja sehr nett. Ich traue mich gerade nicht zu trinken, ich habe Durst. Aber ehrlich gesagt bin ich auch so eine nervöse Trinkerin. Alkohol natürlich. Willst du mich verarschen? Ich kann nicht. Ich kann nicht. I can't. Aber ich muss mir alles angucken. Ich muss... Oh, ich mach gleich den Fang. Was ist da? Nein. Ich weiß schon, wer das spielen muss. Also ich bin mir nicht so sicher, ob ich das Spiel spiele, wenn es rauskommt. Oh Scheiße, jetzt muss ich da hin. Was ist das? Spielzeug. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Die Sache ist, was hat sie getan, dass das jemand mit ihr gemacht hat, diese Voodoo-Scheiße? Was hat sie getan? Oder hat sie nichts getan? Das ist echt, ich frage mich gerade, was sie getan haben soll. Strange looking dolls. Two dolls looking like a couple of spooking in the camera. In the camera. A camera. Like a couple hugging wrapped with a holy thread. Ja, dazu kriegen wir jetzt wahrscheinlich auch eine Erklärung, ne? Voodoo. Die Voodoo-Puppe in the substation. Warte mal, the substation in which you are together and register. Okay. The one doll represents the man and the other represents the woman. Also, die beiden, die wir jetzt gerade gefunden haben, repräsentieren also quasi. Also, es sind zwei Puppen, die miteinander verbunden sind. Und das sind zwei Liebende. Die eine Puppe repräsentiert den Mann, die andere die Frau. To take dirt from the cemetery and shape it into a doll. Warte, ich guck kurz. Was? Moment mal, ist das wahr? Okay, man soll Dreck. Man soll Dreck von einem Friedhof nehmen und daraus, also Dirt, also, naja, Erde, Dreck, und daraus die Puppe formen. Dann soll man, warte mal, then put items retrieved from the person of interest. Und okay, das ist also ein Liebeszauber und es ist wirklich ein after that. Use the holy thread. Taken from a deceased, wie hast du ausgesprochen, Entschuldigung, body at the cemetery. Alter, wie krank ist das denn? Gibt es das wirklich? Macht das wirklich jemand? Oh Gott, ich muss das trinken. Ich habe gerade ein bisschen die Ruhe weg. Boah, ich weiß nicht, das Spiel schockt mich. Bin ich, ganz im Ernst, bin ich gerade irgendwie selber total, habe ich wirklich so lange keine krassen Horrorspiele mehr gespielt, dass mich gerade diese Demo so fertig macht, weil mich macht es schon ein bisschen, ich glaube, das ist das Thema. Das hatte ich auch schon mit Siren damals gesagt, dass alles, was, also asiatischer Horror, ich sag nicht nur japanischer, sondern asiatischer Horror, in Dreadout hat es mich halt auch voll fertig gemacht. Das ist, das ist das Haus, das ist das Haus aus dem Artikel von Abnormal. Scheiße. Da. Es geht um... So.
Shit. Es geht um Liebende und es geht um dieses Mädchen, das durch einen Voodoo-Zauber, ich weiß nicht, ob es dadurch getötet wurde. Ich weiß nicht, ob sie dadurch getötet wurde. Oder ob sie sich vielleicht sogar selbst danach das Leben nahm. Oh Gott. Oh. Ein Schrank, okay. Circuit breaker? This could be the way out. Ja, das klingt doch auf jeden Fall schon mal sehr gut. Das gefällt mir. Shit, the door's jammed. If I can get this to work, I can get out of here. Damn, she's coming back. Ich wusste es. Das ist ja schon sehr verdächtig, wenn man die Schränke sieht. Geht doch länger als gedacht, die Demo gerade. Ich werde mit den Nerven. Oh. Ich will gerade sagen, das war zu einfach. Oder? Woher weiß ich, dass sie weg ist? Das Spiel, also, ich bin wirklich froh, dass ich noch keines dieser Virtual Reality Headsets vertrage, weil ich echt nach kürzester Zeit mich schon übergeben muss. Es schützt mich gerade sehr, denn ihr würdet verlangen, dass ich damit spiele und ich müsste es wahrscheinlich, also ich müsste nicht, aber ich würde es dann wahrscheinlich auch tun. Nein, nein, böse, ganz böse bist du, böses Mädchen, ich halte das Spiel nicht aus, ich halte das nicht aus. Ich weiß nicht, es ist vom Prinzip her... Vom Prinzip her ist es so ein bisschen wie Outlast, aber irgendwie, ich kann auf dieses Thema nicht. Ich reagiere auf dieses Thema. Okay, ich verstehe. Ich darf mich nicht von ihr erwischen lassen. Oh Gott. Nö. Falsch. Hä? Hab ich doch. Ja, warte mal. Hä? Fuck, das ist echt abartig. Das ist abartig. Okay, das ist echt ekelhaft.
Okay, warte, das ist gar keine gute. Scheiß drauf. Schockierende News. Oh, Universitätsstudentin immer noch vermisst. Black Magic beliebte schwarze Magie. Es wird vermutet, dass schwarze Magie daran schuld ist. Went missing. Okay, die haben Voodoo-Gegenstände in ihrem Apartment gefunden. In ihrem Apartment haben sie es gefunden, aber sie ist doch diejenige. Wie konnte mich denn gerade sehen? Wissen die Olle jetzt? Fräulein Erbin. Ich weiß nicht wohin. Super. Gott, ich muss doch da hinkommen. Ist es so nah, doch so fern? Okay, ich sehe ihre Füße. Ich sehe ihre Maukis. Nein, böse, böse, böse. Ab. Pfui, pfui, pfui. Geh. Geh weg. Ja, fein. Das ist ganz fein. Fuse. Yeah, I got it. Oh, ich wusste es. Ich wusste, dass da was losgeht. Es musste so sein. Oh, toll. Wenn ich jetzt rausgehe, dann steht sie da bestimmt, weißt du? Das hört sich an wie bei mir im Nagelstudio, Mensch! Das ist nicht rassistisch. Das hört sich wirklich an ein bisschen wie bei mir im Nagelstudio. Toll, jetzt kann ich mir nicht mehr die Nägel machen gehen, weil ich jetzt Angst habe. Nein. Fein, was ist das? Das ist ein feines Mädchen. Ich werde dir helfen, aber jetzt gerade ist es echt eher schlecht. Okay? Okay, Mädel? Ja?
singt der Hurensohn? Immer sicher, weil es sicherer ist, das zu tun. Wie das Spiel wahrscheinlich schon denkt, dass man da reingeht. Okay. Vorbereitet, indem ich dachte, okay, wenn ich mich umdrehe, dann werde ich hundertprozentig mit ihm ins Gesicht springen. Oh. Thank you for playing our demo, the full game rebuilding. Oh, zum Glück, ich habe bis zum zweiten Katana Zeit. Ja, das war Home Sweet Home. Ich kann auch im Moment gut drauf verzichten. Krass, ich hätte echt nicht gedacht, dass es so intensiv ist. Und ich war jetzt doch echt überrascht. Oh, ich habe keine Worte mehr. Ich habe nicht daran gedacht, dass wir irgendwie, dass es hier mit irgendwelchen Verfolgungsjagden und Voodoo und, oh, ja, ein bisschen fertig. Ich muss erstmal wieder reinkommen, ich muss mal wieder einige Horrorspiele auf den Kanal spielen. Jetzt haben wir gerade, noch nicht Dezember, aber man merkt schon, jetzt packen die Indie-Publisher gerade zur Weihnachtszeit nochmal ein bisschen aus. Mit den Demos, hat es nichts mit der Weihnachtszeit zu tun, aber an sich habe ich da noch ein paar Horrorspiele, so, die ich gerne mal ausprobieren würde. Und ich denke, also vielen Dank an alle, die diesen Stream empfohlen haben. nee, wirklich, Dankeschön. Und ich denke, wir sehen uns im zweiten Quartal 2017 auf jeden Fall wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Bye, bye.